Und herzlich willkommen zum vierten Spieltag der österreichischen Bundesliga in unserem Sturm Graz Safe am Fußballmanager 24. Wir sehen es hier gerade im Bildschirm. Rapid Wien hat Red Bull Salzburg 2:0 geschlagen. Das kann sehr, sehr wichtig sein. Natürlich, die Saison ist noch unglaublich lange, aber jeder Verlustpunkt der Salzburger kann am Ende entscheidend sein. Genauso natürlich kann auch jeder Verlustpunkt von uns am Ende entscheidend sein. Heute treffen wir auf den zweiten Wiener Verein, die Austria. In der Aufstellung grundsätzlich keine großen Überraschungen. Schneck ist angeschlagen, Hierländer verletzt, Sidi Chata nach wie vor verletzt. Dann haben wir Yusuf Gazibegovic, dem wir jetzt eine Pause gönnen und lassen deshalb Max Johnston spielen. Der Rest ist eigentlich recht solide aufgestellt. Wodacik bekommt eine Pause, für ihn spielt Böwing. Als offensiven Mittelfeldspieler haben wir Jakob Jantscher. Genau, Ota Kitaishvili bekommt ebenfalls eine Pause. Ja, ich denke, die Aufstellung ist ganz gut, sodass sind wir eigentlich gut aufgestellt und sollten, wenn alles glatt geht, doch nicht schlecht ausschauen gegen die Austria, aber natürlich Austria Wien ein starker Gegner, ein gefährlicher Gegner. Unsere Spieler sind ja auch nicht ganz happy mit der Aufstellung, okay, aber das ist uns egal. Ich denke, wir haben da trotzdem alles richtig gemacht. Ja, was ist in den letzten Wochen passiert? Wir haben sensationellerweise Olympique Marseille aus der Champions League Qualifikation geworfen. Sensationell, muss man wirklich sagen. Wahnsinn. Wir erinnern uns alle an das Tor von Jakob Jantscher in der Nachspielzeit auswärts in Marseille zum 2:1. Ja, herausragend nach wie vor. Jetzt in der nächsten Runde treffen wir dann auf die Glasgow Rangers. Ja, die Aufgabe wird nicht leichter, aber wer weiß, vielleicht können wir noch einmal überraschen. Jetzt noch die letzten Vorbereitungen vor dem Spiel, eben Interviews und so weiter, Kabinenansprache, und dann werfen wir uns ins Getümmel gegen Viola. Sonst relativ wenig passiert. Jakob Jantscher ist noch bei uns im Team. Der wird in wenigen Tagen unsere Mannschaft verlassen, leider nach Hongkong oder in Richtung Hongkong. Sehr, sehr schade. Ich hätte ihn sehr gerne weiter bei mir im Team gehabt, aber wir spielen ja mit dem realen Weltmodus und da können wir in diesem Fall nichts dagegen machen. Hier jetzt schon die erste Chance für die Austria. Das ist nicht sehr erbaulich, aber glücklicherweise können wir hier Schlimmeres verhindern. Generell, wie waren die Spiele so in letzter Zeit? Ja, eigentlich nicht so herausragend, muss ich sagen. Also in vielen Fällen, wir sind zwar ungeschlagen oder ungeschlagen, wir haben in der Meisterschaft bisher 3 Siege aus 3 Spielen, was durchaus gut ist und nicht besser hätte laufen können vom Ergebnis her. Aber die Spiele selbst waren in der Regel sehr eng, waren nicht berauschend, wir haben uns immer durchgesetzt, es waren aber meiner Meinung nach wenige Glanzleistungen dabei. Auch das meiner Meinung nach interessanterweise eine schöne Parallele zu Sturm Graz in dieser Saison, in der Realität eigentlich auch, die viel gewonnen haben oder viele Spiele gewonnen haben, in denen sie nicht unbedingt die bessere Mannschaft waren, in denen sie teilweise ja wirklich nicht sonderlich gut gespielt haben, aber es hat dann oft eine Einzelaktion von Kitaishvili, Horvath, Prass oder wem auch immer gereicht, um eben die 3 Punkte nach Hause zu holen. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, denn nur so kann man letzten Endes vorne mitspielen, aber ist natürlich auch schade, und wenn es dann gegen stärkere Gegner geht,
wird das dementsprechend schwer, beziehungsweise fraglich, ob man dann auch noch wirklich so durchkommt. Und auch hier jetzt wieder schön gedacht, der Pass, leider aber ja, schlecht, also wirklich schlecht gespielt, direkt zum Gegner. Das würde ich nicht einmal als Laufpass bezeichnen. Der Gegner musste sich da gar nicht bewegen und somit schon wieder abgefangen. Und die Austria kommt schon wieder. Also bisher die Austria, die Austria definitiv stärker. Trotzdem sind erst 20 Minuten gespielt. Sollte jetzt noch nichts passiert sein, aber ja, so sollte es nicht weitergehen für uns. Hoffen, dass unser Team da sich etwas fängt. Momentan eben drei Schüsse von der Austria gegen einen von uns. Ja, ist jetzt nichts passiert, aber da schon wieder die Violetten im Ballbesitz. Also das ist wirklich interessant. Die spielen uns hier an die Wand. Oh, sehr schöner Pass. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das hätte eigentlich das 1-0 sein müssen. So fair muss man sein. Die Austria derzeit klar stärker als wir. Eckball von Horvath. Vielleicht jetzt so eine. Ja, sehr, sehr schön. Harald Lechner pfeift Elfmeter. Das tut gut, das ist sehr, sehr wichtig. Hoffentlich wird auch gegeben. Ich gehe hier aber stark davon aus. Jawohl. Bisher habe ich, glaube ich, das erst einmal hier gesehen, dass dann ein Elfmeter zurückgenommen wurde. Tommy Horvath geht an, der auch vorhin den Eckball gemacht hat. Eigentlich ein sehr sicherer Elfmeterschütze, nimmt viel Anlauf und ja, verwandelt zum 1 zu 0. Super, super. Das tut uns sehr gut. Das tut hoffentlich auch dem Spielfluss jetzt gut. Wir sind jetzt einmal in Führung und können unsere Stärken im Ballbesitzspiel jetzt vielleicht dann auch entsprechend ausspielen. Hoffe ich zumindest. Im schlimmsten Fall oder im besten Fall, ja, je nachdem, wie man sehen möchte, sollten unsere Spieler da jetzt vielleicht etwas motivierter, engagierter, mutiger sein. Derzeit bei den Expected Goals, okay, jetzt gerade knapp vorne, aber die Austria hält wirklich ganz, ganz stark mit gegen uns. Hätte ich mir nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass das so ein enges Spiel wird. Ich bin davon ausgegangen, dass es schwer wird, ja, aber dass die Austria uns im Großteil des Spiels eigentlich hier an die Wand spielt, muss ich sagen, überrascht mich und ja, enttäuscht mich auch ein bisschen. Also das ist nicht so toll, aber wir haben ja noch eine zweite Hälfte und die schauen wir uns jetzt gemeinsam mit etwas Fanunterstützung an.
1:0 Heimsieg, 4 Spiele, 12 Punkte. Ganz, ganz wichtiger Sieg. Letzten Endes würde ich sagen, auch nicht unverdient. Wir haben uns doch gut gehalten, im Endeffekt die besseren Chancen gehabt und ja, das Nötige gemacht, um das Spiel heimzuspielen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Die Ehre.